ich versuche mal die hier. Ich guck mal, ob die Maus die Funk nicht ist. Kann sein, dass die Funkstrecke da jetzt zu, dass die zu weit weg von dem Funkempfänger weg ist. Jetzt nehme ich die hier, die ist okay, die ist kabelgebunden. So, pass mal auf, jetzt brauche ich erstmal hier Seeds, die kann man irgendwie mal mampfen. Später kann man die auch dann irgendwie kochen, dann bringen die noch mehr. Vor allem wird es gleich Nacht, das ist blöd. Weil Sommer ist, du musst schauen. Ach so! Ach so, es ist Sommer und ich brenne hier in der. Ah, verstehe. Es ist, ich brenne hier in der Sonne. Die brennt. Ach, deswegen geht auch meine Lebensdings hier kaputt. Guck mal hier. Ja, super. Schatten suchen. Wo ist denn hier Schatten? Ich meine, es gibt so den einen oder anderen, der hat einen Schatten, aber hier ist doch kein Schatten. Wo ist denn. Wo soll ich denn hier Schatten finden? Super. Das wird relativ kurz gleich. Ich glaube, ich werde da gleich schon wieder ziemlich sterben. Macht aber nichts. Bei Bäumen. Ah ja, okay. Bei Bäumen, aber irgendwie. Need ice or shade. Ja, aber irgendwie gehe ich da trotzdem. Ich stehe jetzt hier mitten an einem Baum. Und trotzdem gehe ich gleich tot. Super. Ganz klasse. Ja, man sieht, ich bin der totale Profi in diesem Spiel. Ich kenne mich hier voll aus. Deswegen ist es schade, dass wir die Litfreak heute nicht dabei haben, weil die kennt sich wirklich gut aus. Die hat das wirklich drauf. Die weiß, wie das funktioniert. Wir werden das beim nächsten Mal auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das heute, die Leute, die beim Vorprogramm vorhin schon mit dabei waren, haben das mitbekommen. Wir wollten eigentlich das Ganze so ein bisschen mit, TeamSpeak machen. Ja, jetzt bin ich tot. Mit TeamSpeak machen, aber da gibt es noch ein paar Probleme, das hakt noch. Und er hat schon mal ein wenig für den Anfang zusammengesucht. Cool. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, der Server, auf dem wir hier spielen, der ist im Endlos-Modus. Das heißt, normalerweise, wenn man stirbt, wenn man im regulären Survival spielt, wenn man stirbt, ist man tot. Dann kann man als Spectator noch ein bisschen hier weiter durch die Gegend geistern. Und wenn alle tot sind, dann wird die Welt komplett zurückgesetzt. Dann wird die komplett geresettet, wird neu generiert und es fängt alles von vorne an. Und der Server, auf dem wir hier spielen, der läuft im Endlos-Modus. Das heißt, wenn man stirbt, dann kann man einfach zu diesem Portal hier oben zurück, zu dem hier. Und wenn man dann als Geist durch dieses Portal hier durchgeht. Na? Ja. Da wird man wiederbelebt. Dann leben wir wieder und dann können wir wieder weiterspielen. Und die Welt wird auch nicht geresettet, die wird nicht zurückgesetzt. Stirbt auch gleich, blöder Sommer, ja, genau. Genau, die Welt läuft also wirklich immer endlos weiter und ich glaube, der Server ist so eingestellt, dass wenn niemand auf dem Server drauf ist, dann pausiert die Welt, dann läuft die Zeit auch nicht weiter. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich so ein bisschen hier, pass mal auf, irgendwie, guck mal hier, ich hab, wo hab ich denn, hat der Grief mir die gerade gegeben, die Sachen hier? Weil da kann ich mir jetzt meine Axt mitbauen, komm her. Zack. Und eine Spitzhacke auch noch. So, weil mit der Axt, was habe ich denn gerade? Genau, mit der Axt können wir nämlich Bäume fällen. Wobei wir die ja im Moment eigentlich eher so für den Schatten brauchen. Das mit dem Sommer ist jetzt natürlich komisch. Weil der tut immer noch wie. Achso, genau. Eine Sache ist noch, man sieht hier, ich habe jetzt so ein bisschen hier einen schwarzen Pöppel hier oben bei meiner Lebensanzeige. Weil jedes Mal, wenn man wiederbelebt, das Ganze muss natürlich auch einen Haken haben. Und jedes Mal, wenn ich wiederbelebt werde, verliert man ein bisschen von den maximalen Health Points. Über uns sind Bäume. Ja. Über uns? Hier lang? Soll ich so tun? Soll ich so hier lang gehen? Da unten waren auch Bäume. Das mit dem Schatten. Achso, jetzt fängt er an, den Baum hier zu hacken. Das mit dem Schatten verstehe ich jetzt noch nicht ganz, weil ich stelle mich da neben den Baum und man muss ja auch tagsüber mal rumlaufen können. Das ist doch irgendwie total blöd, wenn man hier den ganzen Tag nicht rumlaufen kann. Da muss es doch irgendwas geben, dass man hier ein bisschen was tun kann. Ich glaube, ich werde den Grief gleich mal den Sommer aussitzen, aber das Problem ist, nach dem Sommer kommt dann irgendwann. Nach dem Sommer kommt dann irgendwann der Winter und der wird richtig unangenehm. Ah, guck mal hier, pass mal auf. Ich habe irgendwie an dem Baum hier gestanden. Und du hast dann irgendwie nur ein ganz klein bisschen Zeit. Geht das jetzt wieder weg?
Wo muss ich mich hier hinstellen? Ah, guck mal hier. Ah, jetzt geht das, obwohl... Ja, er nimmt immer noch Schaden, ne? Hier sieht man, wenn hier das rote Ding drum ist, er nimmt immer noch ein bisschen Schaden. Das ist irgendwie nicht so toll, ne? Nicht ganz so praktisch. So, ich guck mal, ob ich hier vielleicht nochmal irgendwie ein Preview hinkriege. Schade, ich hatte eigentlich gehofft, dass jetzt, wo ich auf den Frankfurter Cluster von Twitch sende, dass es dann ein bisschen besser läuft, aber irgendwie läuft es hier gar nicht. Die Werbung läuft natürlich super. Klasse, ne? So, hier sind Beeren, die sind wichtig, weil man muss natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen was essen. Und irgendwie sterbe ich gleich schon wieder. Ja, da war, da war der Sommer mir zu sommerlich. Wir müssen mal gucken, irgendwo gab es, warte mal, irgendwie konnte man noch hier so eine Karte einblenden. Wo war denn die Karte? Irgendwie konnte man, wo war denn die Karte? M? Ah, hier, da ist die Karte, guck mal hier. Großartig, da haben wir natürlich eine kleine Übersichtskarte, damit wir so ein klein bisschen wissen, wo wir denn hier rumlaufen oder rumlaufen müssen. Guck mal, den Grieft hat es gerade auch dahin gesiegt. Es gibt eine Sache, wenn wir tatsächlich hier dann längere Zeit ein bisschen intensiver spielen, werde ich vielleicht mal meine Macht als Admin ein klein wenig missbrauchen. Und zwar, es gibt einen Admin-Befehl, mit dem man Items spawnen kann, und es gibt ein Item, das ist hier jetzt, ist meine maximale Lebenskraft, ist jetzt schon wieder nur noch auf der Hälfte. Und das ist ein bisschen blöd, weil dann kommst du so weit runter, dann darfst du echt, du darfst dich nicht mehr mit Monstern anlegen. Du bist irgendwie 5 Meter gelaufen, da kommt ein Monster und die machen One-Hit-Kill. Du hast so wenig maximale Lebensenergie, du bist einfach sofort tot. So, und deswegen werde ich dann, wenn wir da ein bisschen tatsächlich dann weiterspielen, jetzt regnet's und ich overheate trotzdem. Sehr komisch. Ja, wenn er sich mal hier an den Baum stellt. Und es gibt ein Item, das man als Admin spawnen kann, und das gibt einem die maximale Lebensenergie wieder zurück. Das ist so eine kleine Spritze, die kann man sich dann injizieren. Und dann bekommt man immer wenigstens so ein bisschen von der maximalen Lebensenergie wieder zurück. Da werde ich uns ein paar von spawnen, weil das ist ein bisschen blöd. Und das mit dem Sommer hier ist auch gerade ein bisschen uncool. Vor allem, weil es regnet. Und trotzdem overheatet er ständig. Du kannst da gar nichts machen, das ist ja voll doof. Du kannst da echt überhaupt nichts machen. Hören Sie mal, Herr Grieft, was machen wir denn da jetzt? Wir können da jetzt nicht ständig sterben, nur weil der Sommer ist. Oh Mann, oh. Vor allem, ich meine, man muss ja auch irgendwie einsammeln. Man muss ja Zeug sammeln hier. Damit man halt ein bisschen überlebt, ne? Also hier so Futter und Werkzeug vor allem. Ich wollte mal so eine Axt, wollte ich mir mal nochmal bauen hier. Da brauche ich jetzt noch ein paar Steine für. Wo auch immer ich Steine für, vor allem mal ein bisschen in Schatten stellen hier. Weil das kann nicht sein, dieses, guck mal hier, dieses gelbe Wabbern, wenn ich hier an dem Baum stehe, geht das tatsächlich irgendwann zurück. Weil, ne, man kühlt halt ab, aber trotzdem nimmt er hier noch Schaden, das kann doch nicht sein. Was ist das hier? Ach, das ist Durst. Ach so. Vielleicht nehme ich deswegen... Oh, das ist aber neu. Oh, der Durst ist neu. Den haben die neu eingebaut. Als ich das letzte Mal gespielt habe, war hier zumindest noch kein Durst. Und Twitch will hier irgendwie gar nicht, ne? Also irgendwie, das macht ja gar keinen Spaß. Ja. Das mit dem Durst ist neu. Ich glaube, deswegen geht er hier. Jetzt muss er auch noch was zu trinken finden. Guck mal, hier ist Wasser. Okay, jetzt kommt natürlich... Jetzt habe ich ein massives Problem. Jetzt wird es nämlich dunkel. Und er überheatet trotzdem. Ja gut, aber... Da bin ich dann vor der Dunkelheit schon wieder gestorben. Okay, das ist jetzt nicht die perfekte Demonstration von diesem Spiel. Vielleicht sollten wir den Server mal resetten, dass wir nicht unbedingt hier im glühenden Sommer irgendwie starten und spawnen. Sondern dass wir vielleicht mal irgendwie so zu einer normalen Jahreszeit oder so anfangen.
Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil normalerweise, also wenn man wirklich, wenn man frisch anfängt und die Welt ist gerade neu. Den Winter habe ich auf kurz gestellt. Den Winter habe ich tatsächlich so also kurze Winter haben wir auf jeden Fall. Ich müsste mal gucken, ob es noch eine Option tatsächlich für kurze Sommer gibt. Dass wir halt mehr so halt Frühling und Herbst haben. Das sind so die Jahreszeiten, wo man dann tatsächlich, da kann man dann tatsächlich mal weitergehen und gucken. Ich glaube, das machen wir gleich auch. Ich spring mal ganz kurz zurück nach vorne. Weil das macht hier gerade irgendwie, das demonstriert das Spiel nicht wirklich schön. Das ist nur minder optimal. Deswegen, ich springe nochmal ganz kurz nach vorne. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder und dann gucken wir mal, was wir machen. Vielleicht schaffen wir es, den Server jetzt gleich nochmal kurz zu resetten, dass wir noch ein bisschen gemütlich talken und dann richte ich den Server nochmal eben ganz kurz um, dass wir nochmal ein bisschen sehen, wie es wirklich funktioniert. Bis gleich. Ich bin in ein paar Sekunden wieder da. Sofort. Geht sofort weiter. Da sind wir auch schon wieder. Was mache ich? Jetzt muss ich ja gucken, dass ich hier meinen Mauszeiger finde und ich die richtigen Knöpfe treffe. So, okay, jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen die Nuklearexplosion von der Kamera, aber auch die kriegen wir in den Griff. Und meine Maus spinnt auch schon wieder ein bisschen. Na, es ist halt alles live. Die Technik, es wär langweilig, wenn einfach alles nur funktioniert. Einfach nur funktionieren kann ja jeder. Ja, so war nicht ganz so die perfekte Vorstellung von dem Spiel, wie ich es mir eigentlich erwünscht und gehofft hatte. Alles, was man jetzt gesehen hat, ist eigentlich, wie wir hier effektiv gestorben sind. Wie gesagt, ist eine blöde Jahreszeit. Es gibt zwei sehr, sehr üble Jahreszeiten in diesem Spiel. Das eine ist halt der Winter, in dem erfriert man ständig. Und das andere ist halt der Sommer, in dem verbrennst du. Beides nicht so schön, da muss ich mal gucken, dass ich den Server vielleicht tatsächlich so umgestellt kriege, dass beide Jahreszeiten eher relativ kurz sind, damit man auch wirklich mal die Möglichkeit hat, ein bisschen zu spielen. Ja, sorry, tut mir leid, da hatte ich mir eigentlich auch gehofft, dass man ein bisschen mehr sieht. Oh, warte mal, jetzt überhitzt er. Ich glaube, der Sommer ist vorbei. Kann das sein, dass der Sommer vorbei ist? So, wir können ja nochmal, Moment, ich glaube, wir haben Glück. Ich glaube, wir haben Glück. Weil er steht jetzt hier rum und überhitzt nicht mehr, mitten am Tag. Ich glaube, der Sommer ist vorbei. Wir haben jetzt das, naja, das ist zu früh gefreut. Need Ice or Shade. Nee, schade, da habe ich mich zu früh gefreut, weil er stand da halt und es war eigentlich alles cool. Buchstäblich. Nee, schade, das finde ich jetzt, das deprimiert mich jetzt ein bisschen. Das wollte ich eigentlich so nicht. Pass mal auf, ich kann ja mal... pass mal auf, Grief, sorry, du wirst jetzt wahrscheinlich gleich vom Server fliegen. Ich würde das mal ordentlich zeigen. Das war jetzt echt eine super dämliche Demonstration von diesem Spiel. Das ist nicht schön. Alles, was man gesehen hat, ist, wie man hier effektiv stirbt. Das sieht nicht nach einem lustigen Spiel aus. Ich setze den Server mal eben ganz kurz zurück. Dann haben wir zwar noch lange Sommer. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen. Soweit werden wir dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob wir so weit kommen. Moment, ich muss gerade ein bisschen tippen hier. Soweit müssen wir dann auch erstmal kommen. Und dann können wir zumindest mal ein bisschen rumlaufen, mal gucken, wie das funktioniert. Hier Rohstoffe einsammeln, meine Axt bauen, Bäume fällen und dann gucken, was wir da noch so alles draus bauen können. Das ist der Don't Starve Together 2. Machen wir den erstmal ganz kurz aus. Shoot Don. So. Dü. Dauert jetzt einen ganz kleinen Moment. Aber ich denke mal, das ist wert. Ach so. Doch, pass auf. Hat funktioniert. Ich glaube, ja, alles klar. Moment. Weil ich würde schon ganz gerne zeigen, weil eigentlich ist es ein ziemlich cooles Spiel. Halt, Survival ist ja momentan eh so ein bisschen in. Aber halt auch ein bisschen anders. Vor allem das Schöne ist halt, was ich an Don't Starve Together so schön finde, ich habe Don't Starve selber. Das Ganze ist entstanden aus einem Singleplayer-Spiel.
heißt halt Don't Starve. Und das fand ich eigentlich schon ganz nett. Da habe ich auch ein bisschen überlegt, ob 10 Tage lang oder so, also jetzt nicht echte Tage, 10 Spieltage, habe ich da tatsächlich überlebt. Und da habe ich mir schon gedacht, das wäre ziemlich cool, wenn man das irgendwie mit mehreren spielen könnte. Ja, und dann kam es tatsächlich so weit, dass dann irgendwann die Beta angekündigt worden ist, dass sie ein Don't Starve Together gemacht haben. So, pass mal auf, ich glaube, jetzt müsste der Server geresettet sein. Ich starte den nochmal eben. Dann kam tatsächlich eine Multiplayer-Version und ich weiß gar nicht, auf den Server, man kann einstellen, wie viele Leute da maximal drauf können. Ich glaube, der ist jetzt auf, ich weiß gar nicht, 8 Leute oder so eingestellt. Schauen wir mal. So, vielleicht kann man jetzt ein bisschen mehr sehen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen schöner wird. So, Logging in. Jetzt suche ich nochmal. Jetzt warten wir mal, bis der Server kommt. So, der Grief kann auch sich schon mal wieder auf den Weg machen. Eigentlich müsste da jeden Moment... Reconstructing... Eigentlich müsste da jeden Moment unser Server in der Liste auftauchen. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht tatsächlich mal ein bisschen was sehen. Noch steht er nicht drin. Laden wir noch... Ah, hier ist er. Da ist er. Alles klar. So, pass mal auf. Dann gehen wir mal... dann renne ich jetzt nicht extra rüber. Dann bleibe ich mal eben hier. Dann bin ich ein bisschen näher an der Regie dran. Dann gehen wir mal auf den. Ja, da sieht man das wunderbar. Da haben wir noch ein bisschen Chat mit dabei. Dann joinen wir mal auf den Server. Ölstrom 13. So. Wie gesagt, demnächst auch mit, hier, wie heißt er? Teamspeak oder so. So, ich nehme wieder den Wilson. So, und ich denke mal, das sieht schon eine ganze Ecke charmanter aus. So, jetzt können wir nämlich, also wir haben erstmal gar nichts, ne? Inventar ist komplett leer. Wir haben so ein paar Rezepte. Hier gibt es welche, die schalten sich dann im späteren Verlauf noch frei. Und jetzt gehen wir erstmal so ein paar Äste sammeln hier. Mit den Bäumen können wir jetzt im Moment noch nicht viel anfangen. Aber jetzt haben wir hier erstmal so ein paar Äste. Hier haben wir ein paar Blumen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir schon mal so ein bisschen was haben an Sachen, die wir nachher essen können. Wobei die Blumen jetzt nicht allzu gehaltvoll sind, aber die sind schon mal besser als nichts. Und es gibt auch Sachen, die haben unterschiedliche Auswirkungen. Es gibt Sachen, wenn man die isst, dann wird der Magen gut voll, dann hat man nicht mehr so viel Hunger. Und natürlich braucht man auch ein bisschen was fürs seelische Wohl. Ein Kollege von mir nennt das immer so schön die Schokoladenvitamine. Die braucht man auf jeden Fall. Da gibt es dann auch so ein paar Sachen. Man hat zum Beispiel hier, das ist so die allgemeine Gesundheit. Das hier ist der Hunger. Ja, also je leerer der wird, desto hungriger ist man. Und das hier ist so die geistige Verfassung. Das ist das, was ich vorhin bei den Charakteren meinte. Da war der eine, der so ein bisschen labil war, total Angst vor der Nacht oder so. Und dann geht diese geistige Verfassung runter. Und wenn die auf Null ist, dann fängt man langsam an Schatten zu sehen. Dann fängt man an zu halluzinieren. Und irgendwann, wenn die ganz runter ist, kommen dann tatsächlich aus diesen Schatten, manifestieren sich dann tatsächlich Monster. Und die mampfen einen dann natürlich. Die tun einem dann nicht gut. Die tun dann, aua, das ist dann alles total uncool. So, ich glaube, ich bräuchte noch irgendwie ein paar Steine. Oh, guck mal hier, irgendwer ist hier mal gestorben. Ja, besser er wie ich. Hier liegt eine Axt. Ich will mir aber selber eine bauen. Die nehme ich jetzt mal nicht auf. Ich will mir selber eine bauen. Guck mal hier. Da gab's gerade diesen Gong. Den gibt es immer, wenn Rezepte freigeschaltet worden sind. Ah, guck mal hier, da hier wohnt irgendwie der Schweinmeister. Aber es gibt natürlich auch noch andere Einwohner auf dieser Welt. Also wir sind nicht die Einzigen, die hier rumlaufen. Es gibt da auch noch andere Wesen und Viecher. Also es gibt nicht nur böse Monster, die einen angreifen. Es gibt tatsächlich auch noch weitere Wesen und Kreaturen, die einem entweder neutral eingestellt sind und dann kann man dann später sogar irgendwie dafür sorgen, dass die einem wohlgesonnen sind und dann helfen die einem sogar. Gibt so ein Schweinevolk, mit denen kann man, glaube ich, irgendwie hinterher irgendwie so eine Art, also nicht wirklich Handel betreiben, aber man kann dafür sorgen, dass die einem dann irgendwie Essen geben oder so, weil die haben dann irgendwie riesige Gärten hinterm Haus. Und genau, der Grief sagt gerade, dadurch, dass er ja diese Evil Flower, das ist nicht gut. Die sollte man nicht essen. Wo sind die jetzt? Evil Flower. Hier, Dark Petals, die sollte man nicht essen. Da geht es uns danach ganz furchtbar schlecht. Das ist der Bonus, den der Grief mit seinem Charakter hat.
wo der halt dann so ein bisschen, der kann sich halt mit Spinnen befreuen. Normalerweise gehören die Spinnen zu den Monstern, die einem normalerweise angreifen. Und der Grief, der kann sich jetzt halt mit denen befreunden. Aber ich glaube, pass mal auf, wir haben jetzt hier noch die Karotten. Die Karotten sind großartig, die bringen unheimlich viel für gegen den Hunger. Wir müssen auch gleich mal gucken, dass wir irgendwie, ich weiß das Rezept, wir müssen mal gucken, die Rezepte stehen ja hier alle. Das Schöne bei diesem Survival-Spiel ist, man muss die ganzen Rezepte nicht auswendig kennen. Bei so Sachen wie Stranded Deep oder Forest oder sowas, da muss man die Rezepte alle auswendig kennen. Du musst wissen, wenn ich das und das kombiniere, oder selbst bei Minecraft, hast du dies und jenes, dann muss ich das kombinieren, dann kriege ich da irgendwas raus. Und das ist hier nicht so, das finde ich persönlich ganz angenehm. Man muss sich die nicht alle merken, die Rezepte, die stehen hier einfach. Der sagt dir, was du dafür brauchst. Und wenn du die Sachen in deinem Inventar hast, dann kannst du die Sachen craften und alles wird gut. Und ich weiß, ich sammle hier gerade schon ein wie bekloppt, aber hier sind halt jede Menge wichtige Sachen. Vor allem hier die Beeren und die Möhren vor allem. Wie gesagt, die sind unheimlich gut gegen den Hunger, für den leeren Magen. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir eine Feuerstelle bauen. Dann können wir nämlich zum Beispiel die Möhren können wir kochen. Dann sind die noch effektiver gegen den Hunger. Dann können wir gleich noch eine Hasenfalle bauen. Dann können wir so ein Häschen hier können wir uns dann fangen. Und dann können wir den, ich hoffe, es sind jetzt nicht allzu viele Vegetarier da, aber den können wir dann auch in den Topf reinschmeißen und dann können wir den auch kochen. Und da kommt dann schon echt eine gute Mahlzeit raus. So, pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt mal hier Rezept für Axt. Spitzhacke wäre noch cool. Mit der Spitzhacke kann man Steine, irgendwo standen hier so große Steine, hier, da. Die großen Dinger hier. Mit der Spitzhacke kann man die klein hauen und dann kriegst du die kleinen Steine, mit denen du wieder andere Sachen bauen kannst. Aber wir haben jetzt erstmal nur Material für eine Axt. Die bauen wir uns erstmal. Tada! Und da können wir Bäume mit fällen. Und jetzt haben wir gleich auch schon... Oh, jetzt wird es gleich schon wieder dunkel. Jetzt wird es gleich schon wieder übelst dunkel. Müssen wir mal ein Feuerchen machen und die Nacht überstehen. So, aber guck mal, das sieht doch schon mal... Das macht doch schon wesentlich mehr Spaß wie im Sommer. Da muss ich gucken, dass ich den Server noch ein bisschen umstelle, dass wir den Sommer so ein bisschen kürzer machen. So, oh, jetzt wird es dunkel. Jetzt müssen wir ein Feuer bauen. Und zwar habe ich nur... Campfire, nee, ich baue mal so eine Fackel. Und dann muss ich den natürlich auch in die Hand nehmen. Und der Grief sagt gerade, Feuerstelle ist beim Portal, aber ich weiß im Moment nicht, wo das Portal ist. Ich glaube, ich bin da gerade ein bisschen weit von weg. Das schaffe ich nicht mehr zum Portal. Da bin ich zu weit von weg. Das Schöne mit der Fackel ist, die kann ich jetzt einfach mitnehmen. Was ist das hier? Dress. Ja gut, hier gibt es dann, hier kann man dann, guck mal hier, kann man, oh, Strohgut. Ah, guck mal hier. Helps you stay cool and dry. Cool vor allem. Das heißt, wenn man früh genug anfängt, wenn man so, dann ist der Sommer vielleicht doch gar nicht so schlimm. Wenn man jetzt anfängt und sich hier halt Kleidung baut, also einen Hut oder so, da gibt es dann bestimmt noch andere Sachen, dann tut einem wahrscheinlich der Sommer nicht mehr so weh. Dann kommt man wahrscheinlich besser durch den Sommer durch. Das Schöne an der Fackel ist jetzt im Gegenzug zur Feuerstelle, die kann ich einfach mitnehmen und kann jetzt hier weiter noch ein bisschen einsammeln. Und jetzt wird es richtig dunkel, jetzt ist richtig Nacht. Und meine Fackel ist bei 27%. Hier, da sieht man schon die. Ja gut, das war jetzt nur ein Maulwurf oder so. Ich glaube, ich mache mich schon mal bereit, mir noch eine Fackel zu bauen. Weil die wird jetzt langsam, die wird jetzt ausgehen. Und dann haben wir nämlich ein echtes Problem. Und deswegen switchen wir mal eben schnell um. Dann können wir die vielleicht auch einfach da hinlegen. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist noch 1% hat die gehabt. Weil, wie gesagt, wenn, das haben wir vorhin ja schon mal gesehen, wenn es dann dunkel wird, dann kommen die Monster. Was auch geht, ist für die Leute, die auf sowas stehen, man kann natürlich auch PvP machen. Also Player versus Player. Das ist hier jetzt im Moment disabled. Also ich kann dem Grief jetzt nicht wirklich 1 auf die 12 geben und den hier irgendwie dem böse tun und dem seine Sachen wegnehmen oder Sachen wegnehmen vielleicht schon. Aber ich kann ihn halt nicht töten. Und wenn man den PvP aktiviert, dann geht das auch. Dann kann halt wirklich ganz klassisch jeder Spieler auch gegen jeden Spieler spielen. Wobei ich persönlich da eigentlich eher so tatsächlich ein Freund von Miteinander bin. Es ist ja Don't Starve Together und nicht Don't Starve Against. Koop finde ich da schon ein bisschen schöner. Pass mal auf, die Fackel können wir uns mal eben
hier hin tun, falls es gleich mal wieder, falls wir von der Nacht überrascht werden. Jetzt kann ich mir natürlich keine Spitzhacke bauen. Was brauche ich denn für die Spitzhacke noch? Für die Spitzhacke eine Axt kann ich mir auch nicht. Och nö, sag mir nicht, es ist schon wieder Sommer. Aber was ist das denn für ein Quatsch? Wird das jetzt echt schon wieder Sommer? Anscheinend. Okay, da ist irgendwas. Es kann auch sein, dass ich hier irgendwie einen langen Sommer eingestellt habe. Ich weiß es nicht. Da müsste ich mir die Server-Einstellung nochmal angucken. Das mache ich nicht jetzt. Das ist dann. Das mache ich dann irgendwie die Tage über. Gucke ich mir die Server-Einstellungen nochmal an. Und sehe mal zu, dass wir hier einen etwas milderen oder zumindest nicht so langen Sommer haben. Damit wir vorher genug Zeit haben. Pass mal auf, kann ich mir denn so ein Straw Hat? Straw Hat? Wo ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Pass mal auf, ich baue mir mal so einen Hut hier. Vielleicht hilft auch nur mäßig, ne? Wenn ich mich jetzt mal unter so einen Baum hier stelle. Thanks for the protection from the elements, Tree. Ja gut, also man sieht, man kann auch durchaus den Sommer irgendwie überstehen. Blöd ist nur, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht mit dem Hut ein bisschen mehr wenigstens rumlaufen kann. Weil ich natürlich schon ganz gerne noch ein paar Rohstoffe einsammeln würde. Ja, siehst du jetzt, oh, jetzt wird es wieder warm. Stellen wir uns nochmal so ein bisschen unter den Baum hier. Na komm, so. Ja, und dann hat man, okay, man hat jetzt nicht allzu viel Zeit, hier in der Gegend rumzulaufen. Man muss zwischendurch immer mal wieder sich hier unter so einen Baum stellen. Aber ich denke mal, der Hut hilft vielleicht schon mal ein bisschen. Dass man da nicht ganz so schnell überhitzt. Nee, Evil Flowers wollen wir jetzt gerade nicht. Man kriegt keinen Schaden, so wie ich da... Warm, ja. Ja, doch, der Schaden kommt. Der kommt. Also es ist vielleicht noch nicht Hochsommer. Aber es fängt schon dieses orange-gelbene Wabbeln am Rand fängt schon an. Also es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis da tatsächlich... Ah, guck mal, jetzt hat er auch Hunger. Dann stellen wir uns mal eben ganz schnell unter den Baum. Ah, oh, gut, jetzt müssen wir natürlich erstmal vor dem Monster hier weglaufen. So, jetzt stellen wir uns hier schön unter den Baum. Ich hoffe, das ist nah genug. Ja, cool. So, und jetzt können wir natürlich was essen. Jetzt habe ich gesagt, die Möhren helfen unheimlich. Die können wir jetzt natürlich, guck mal hier. Die geben auch, guck mal hier, die geben, da hier ist gerade der grüne Kreis drumherum gewesen, die geben Lebenspunkte zurück und machen natürlich auch den Magen voll. Wie gut, deswegen habe ich die gerade so freudig eingesammelt. Ja, genau. Jetzt fängt das nämlich mit dem Schaden an. Ah, pass mal auf, aber ich könnte jetzt, was brauche ich denn? Was wollte ich denn? Hier sind Kochtopf. Man kann dann auch, pass auf, bauen wir erstmal so eine, ja gut, da braucht man Gold für. Jetzt weiß ich natürlich, für Gold brauche ich eine Spitzhacke, damit ich die Steine kaputt hauen kann, weil da sind manchmal Goldklumpen mit drin. Weil wenn man so eine Science Machine baut, dann werden weitere Rezepte freigeschaltet, weil ich weiß gerade nicht genau, was man braucht für, es gibt hier so einen Kochtopf. Wo ist denn das? Thermal Measure, Rainometer, Lightning Rod. Wo war denn das? War das hier? Ah, guck mal, wenn wir noch ein bisschen Gras einsammeln, können wir nämlich auch... Geben wir noch ein bisschen Gras einsammeln. Hier, Gras. Und dann kann ich eine Falle bauen. Und mit den Fallen kann man sich dann die Kaninchen fangen. Dann gucken wir mal, dass wir so einen Kaninchenbau finden. Okay, der Grieft hat schon eine Science Machine gebaut in der Nähe vom Portal. Da bin ich gerade nicht und ich wollte den Leuten auch nochmal eben kurz zeigen, wie man die baut. Deswegen gucke ich mal, obwohl, wie gesagt, da brauche ich Gold für. Für Gold eine Spitzhacke kann ich mir noch nicht bauen. Brauche ich noch Steine für. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Oh, jetzt wird es schon wieder... Ja, da muss ich... Also wenn man hier tatsächlich... Ich weiß ja nicht, wie da das Interesse bei den Leuten ist. Wenn wir da tatsächlich ein bisschen spielen, muss ich gucken, dass ich den Server umstelle. Weil ich glaube, der steht echt irgendwie auf langer Sommer. Weil normalerweise dauert das nicht so lange. Wir haben ja schon... Ich habe ja hier mit dem Grieft und auch mit der Litreak, die ja normalerweise auch mit dabei ist... paar Mal Don't Starve Together gespielt. Und wir haben echt, wir haben schon, ich weiß nicht, wie lange wir haben einmal zwei oder drei Stunden lang gespielt und da war kein Sommer. Jetzt kann es natürlich auch sein, seitdem sind einige Updates gekommen. Es kann natürlich sein, dass mit irgendeinem Update jetzt irgendwas reingekommen ist. Weil seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, ist da echt massiv, sind da viele Updates reingekommen. Es kann sein, dass die da irgendwas geändert haben. Wie gesagt, muss ich mir nochmal angucken.
schaffen wir schon. Das geht schon. Wir überleben das. Buchstäblich. Wir überleben das. Das Schade ist halt, wenn man stirbt, man verliert halt nicht nur seine ganzen also so ein bisschen maximale Lebenspunkte, du verlierst natürlich auch dein ganzes Inventar. Also semi. Das bleibt dann hier liegen. Also da, wo du stirbst, da liegen dann die Items aus deinem Inventar, die liegen dann da auch mit rum. Aber dann musst du halt die Stelle, wo du gestorben bist, wiederfinden, damit du dir die ganzen Sachen wieder einsammeln kannst. Und wenn du gerade gar nicht so genau weißt, wo das war, wo du da gestorben bist, wird das ein bisschen aufwendig. So, jetzt möchte ich aber echt mal gucken, wo finde ich denn jetzt noch ein paar Steine? Außerdem wird es schon wieder Nacht. Wieso überhitzt der denn? Es wird doch fast Nacht. Der kann doch... jetzt bin ich hier raus. So. Wieso überhitzt der? Es ist doch Nacht. Aber ich bin, glaube ich, gerade relativ lange rumgelaufen, bevor der angefangen hat zu überhitzen. Also der Hut, der bringt vielleicht schon tatsächlich ein bisschen was. Vor allem halt mit der fortgeschrittenen Uhrzeit jetzt hier, also im Spiel. Spiky Busch muss jetzt auch gerade nicht sein. Hier ist auch im Moment nichts, wo ich mich in den Schatten stellen kann, ne? Kann ich mir noch hier irgendwas bauen? Straw Hat, Garland, something to soothe the nerves. Ja, vielleicht. Okay, ja, ist auch nur ein kleiner Hut. Bringt's nicht unbedingt. Top Hat, the classiest of all hats. Rabbit Earmuffs, geil. Hilft aber eher so gegen Kälte. Ich bräuchte irgendwas, das gegen Wärme hilft. So, pass mal auf. Wir nehmen mal eben ganz kurz die alte Fackel und ich hoffe, dass ich mir noch eine neue bauen kann. So. Großartig. Dann müssen wir, wenn die jetzt nämlich gleich alle ist hier. Obwohl, ich glaube, er nimmt sich dann automatisch. Pass auf, ich glaube, wenn die leer ist, dann nimmt er sich automatisch, wenn man eine hat, die voll ist, die noch funktioniert, nimmt er die automatisch. Alles klar. Das heißt, dass wir die Nacht auf jeden Fall überleben werden. Zur Sicherheit einfach nochmal eben schnell noch eine Fackel bauen. Falls die für die Nacht nicht ganz reicht. Und dann sammeln wir noch ein bisschen Gras. Ich bräuchte Steine, ey. Wo kriege ich jetzt Steine her? Ich brauche Steine. Und zwar keine rollenden. Sondern liegende. Damit ich dann so ein bisschen... Okay, jetzt wird's... Ah, guck mal, hier... Ja, hier sind noch ein paar Steine. Großartig. Ah, guck mal hier, Spitzhacke. Na, endlich. So wird ein Schuh draus. So, pass auf, jetzt können wir nämlich die Fackel können wir wieder einstecken. Jetzt nehmen wir uns die Spitzhacke. Und jetzt können wir nämlich hier ein bisschen die Steine kaputt kloppen. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal einen Stein finden, in dem auch Gold drin ist. Ach, jetzt wird es natürlich wieder richtig übel warm. Und unser Inventar ist voll. Ach Mann, pass mal auf, den schmeißen wir mal weg. Den brauchen wir gerade nicht. Deswegen, das ist so ein Grund, weswegen man eigentlich nicht zu weit von seinem Lager weg sollte, weil man dann kann später... Ich brauche jetzt erstmal Schatten. Ich muss mal eben gerade ganz kurz gucken, dass ich hier irgendwo Schatten finde. Weil man kann natürlich auch Kisten bauen. Und in die Kisten kann man dann natürlich seine Items, die man hier hat, reinlegen. So, jetzt hoffe ich, dass... Ach, das sind Bienen. Bienen sind auch nicht cool, ne? Und dann kann man seine Items kann man dann in die Kiste reinlegen und die dann in seinem Lager, das man sich da aufbaut. Also man kann dann später auch noch, sag schon, so Mauern bauen. Man kann sich Steinmauern bauen, Holzmauern bauen und alles Mögliche. Also man kann sich da wirklich eine kleine Festung bauen und kann die auch ausrüsten. Es gibt dann auch, ich weiß gar nicht, sehen wir die zumindest schon? Ne, wir haben die noch nicht freigeschaltet, ne? Es gibt dann auch Rezepte, dass man sich halt tatsächlich Teppich und so bauen kann, den man dann in seine Behausung da, Beheimatung reinlegt. Jetzt ist irgendwie schattig, ne? Jetzt ist dunkler geworden, obwohl es Tag ist. Ganz komisch. In dem hier wird aber auch kein Gold drin sein. Weil meistens sieht man da. Wieso ist das jetzt so dunkel? Das ist voll dunkel und trotzdem ist es voll heiß. Ah, Gold Nugget. Guck mal hier. Habe ich genug? Moment, mal schnell in den Schatten stellen. So. Nee. Ach so, Holz. Guck mal, Gold haben wir genug. Steine haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Das heißt, da brauche ich eine... Jetzt ist natürlich Inventar wieder voll, das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich irgendwas, pass mal auf, ich kann mal die Samen hier, die kann ich mal essen.
Und jetzt baue ich mir nochmal eine Axt. Und jetzt nehme ich mir die Axt nochmal. Und sorry, der Baum hat mir gerade so schön Schatten gespendet. Ich hack ihn jetzt trotzdem um. Achso, jetzt hat er natürlich... Achso, man kann auch... Guck mal hier, man kann auch neue Bäume pflanzen. Ne, da gibt es... Also die Tannenzapfen hier, die kann man zum einen essen. Die bringen aber nicht so viel. Man kann die aber auch wieder neu pflanzen, dass da neue Bäume draus wachsen. Weil es gibt in diesem Spiel auch so einen... Also einen Waldschrat, so einen lebenden Baum. Und wenn man jetzt die ganzen Bäume abhackt, ohne zwischendurch mal neue zu pflanzen, dann mag der uns nicht. Dann ist der böse. Und dann greift der einen halt an. Aber wenn man jetzt brav neue Bäume pflanzt und dann dafür sorgt, dass der Wald halt nicht ganz ausstirbt, sondern dass halt schön neue Bäume wachsen und so, dann ist der ganz cool. Dann läuft der da rum, dann lässt der einen aber relativ in Ruhe. So, deswegen pflanzen wir die neu an. Mal ganz davon abgesehen, jeden Baum, den man neu pflanzt, kann man ja auch irgendwann wieder fällen. Und so kriegt man halt die Rohstoffe wieder, ne? Hier, regenerative Rohstoffe. Und jetzt habe ich natürlich keinen Baum, unter den ich mich drunter stellen kann, wegen dieser Hitze hier. So, ich hoffe, der ist... Nee, der ist nicht groß genug. Mist. Hier sind auch nur... Oh Mann, ey. Nie einen Baum da, wenn du mal einen brauchst. Aber man sieht, man kann auch den Sommer überleben. Ich hoffe, das hat jetzt... Nein, nicht abhacken. Reicht das jetzt, wenn ich hier in der Nähe von dem Baum stehe? Ja, reicht. Also man sieht, man kann auch wunderbar den Sommer überleben. Ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, der Winter wird hinterher sogar noch ein bisschen schwieriger. Weil im Winter wird es dann richtig kalt und vor allem im Winter wächst nichts mehr. Jetzt im Sommer wachsen ja wenigstens noch die Sachen. Achso, jetzt hat er wieder Hunger. Pass mal auf, wir essen mal noch ein paar von den Möhren hier. So. Oh, jetzt sind sie auch alle weg, aber dann haben wir wieder ein Inventar-Slot frei. Das ist auch okay. Was wollte ich gerade sagen? Achso, im Winter, genau. Winter ist natürlich blöd, weil da wächst natürlich nichts. Das ist alles schneebedeckt, du kriegst keine Nahrungsmittel. Kannst auch keine Tiere fangen, also zumindest von den Essbaren. Weil die sich natürlich auch alle versteckt haben. Jetzt brauche ich wieder Schatten. Ah, hier, ich glaube, guck mal, oh, die sind schön groß. Die müssten doch eigentlich funktionieren hier, oder? Die müssten doch wunderbare Schattenspender sein. Und dementsprechend ist der Winter natürlich richtig übel. Deswegen habe ich auch auf dem Server den Winter auf kurz eingestellt, dass der möglichst schnell wieder vorbeigeht, weil du findest halt keine Nahrungsmittel, die Rohstoffsuche wird erschwert. Und also der Winter ist richtig unangenehm. Da ist der Sommer fast noch Zuckerschlecken. So, pass mal auf. Ich wollte das mal mit der Science Machine zeigen. Und ich glaube, ich kann immer noch keine bauen. Doch, jetzt kann ich... Doch, ich kann bauen. Guck mal hier. Haben wir alles? Dann baue ich die einfach mal hier hin. Zack. So. Und jetzt, man sieht schon, wenn man jetzt in die Nähe von der Science Machine kommt, dann werden hier... ja, ich hätte die vielleicht unter dem Baum bauen sollen, wo Schatten ist. Ah, guck mal. Ja, hat aber... Cool, reicht. Guck mal, geil. Ist nah genug dran. Wir sind im Schatten und trotzdem noch im Wirkungsbereich von dieser Science Machine. Jetzt haben wir hier weitere Rezepte freigeschaltet bekommen. Ich weiß noch nicht, was das hier ist. Bedeutet das, dass ich durstig bin oder bedeutet das, dass ich gerade zu nass werde? Weil das ist neu. Das Ding hier ist neu. Da müsste ich mal irgendwie gucken. Das geht auf jeden Fall hoch. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn das hochgeht. Das glaube ich fast nicht. Hier, siehst du genau, guck mal, Food. Man kann nämlich auch sein eigenes Essen anbauen. Hier, Basic Farm, da brauchst du natürlich hier, hier die Kacke von den Viechern, von den Bulldozern, die herumlaufen. Und dann kannst du dir eine kleine Farm bauen, da kannst du Gemüse anbauen und all so Sachen. Also man kann dann tatsächlich sich sein komplettes Zuhause bauen. Also mit Wänden drumherum und halt auch mit ein bisschen Farm oder so, um sein eigenes Essen anzubauen. Ich glaube, man müsste sogar irgendwie da irgendwie, wenn du eine Feuerstelle in die Ecke baust. Achso, apropos Feuerstelle, habe ich noch eine Fackel? Ja, guck mal, ich habe noch eine Fackel hier, ne? Dass dann man sogar vielleicht irgendwie verhindern kann, dass das irgendwie zuschneit, dass da vielleicht doch noch ein bisschen so gewächshausmäßig, weißt du? Dass man im Winter doch noch so ein bisschen was hat.
Oh, Magic. Hier gibt es auch Magie, aber an diesem roten Totenschädel hier zu urteilen, kann man schon sehen, dass es irgendwie so ein bisschen schwarze Magie ist. Amplify the magical power of your top hat. Ja, großartig. Allerdings hier brauchst du schon Klamotten für Purple Gem. Da muss man schon ziemlich weit für ins Spiel fortgeschritten sein. Um die Sachen dann... Living Lock, ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen unglücklich aus, der Holzklotz hier. Ja, ne? Na gut. So, ja, Waffen kann man sich natürlich bauen, damit man, und auch Rüstung, damit man zum einen mehr aushält, wenn die Monster auf einen draufhauen, und dass man zum anderen auch besser auf die Monster draufhauen kann. Moment, ich muss mal eben ganz kurz hier was checken. Das ist komisch. Naja. Naja, wird schon irgendwie stimmen. So, ja, dülülü. Achso, die kann man auch, genau, mit der Fackel könnte man die jetzt natürlich auch anzünden. Wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen die ja noch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas, guck mal hier, wir können uns schon mal so ein Grass, Small Amount of Protection, den bauen wir uns mal. Schön finde ich halt auch, dass sich das grafisch dann tatsächlich auswirkt. Also der hat die Sachen dann tatsächlich an. Und jetzt haben wir irgendwie schon wieder fast keine Rohstoffe mehr, die wir brauchen. Ganz besonders keine Rohstoffe für Feuer. Was ist denn das hier aus? Ich glaube, das Gras ist so ausgegangen. Das ist natürlich nicht cool. Da muss man natürlich gucken, dass wir noch ein bisschen... Oh, guck mal, hier sind lecker Möhren. Achso, jetzt habe ich natürlich... Jetzt sind natürlich Inventar voll. Das ist natürlich blöd. Kann man hier mal irgendwas essen? Ja, Stale, guck mal, die... Das ist natürlich auch so eine Sache. Die Sachen werden natürlich auch irgendwann schlecht. Die legen wir einfach mal hier hin. Komm, leg sie weg und die essen wir mal. Das ist dieses Grüne hier im Hintergrund. Das geht langsam runter. Achso, jetzt greift uns das Viech da an. Das ist natürlich auch blöd. Jetzt werden wir hier von einem Frosch angegriffen. Hör mal, Kermit! Lass mich schon ruhen! Mein Schell ist weg. So. Ja. Jetzt haben wir natürlich wieder, jetzt stehen wir natürlich wieder voll in der prallen Sonne. Hier genau, die Häuser, man hat gerade verhindert, man hier, wo ich von dem Frosch angegriffen geworden bin, eingesehen. Hier, da ist er. Die sind erstmal neutral und mit denen kann man, glaube ich, irgendwie, die Litfreak weiß, wie das geht, mit denen kann man irgendwie Freundschaft schließen, dann helfen die einem, dann geben die einem auch ein bisschen Futter ab und so. Und wie gesagt, genau, das Grüne hier im Hintergrund von den Sachen, das zeigt die Haltbarkeit an. Erstmal die mal eben auf. Zum einen macht es den Inventarslot frei, zum anderen halten die eh nicht mehr lange. Weil die ja tatsächlich irgendwann, die werden halt schlecht und dann sind die halt nicht mehr gut. Und wenn man die dann isst, dann haben die genau den gegenteiligen Effekt von dem, was man eigentlich, eigentlich hätte, weil dann tun die einem eher weh als gut. So, bis mal auf hier mal noch ein paar Sämchen. Hoch. Hier ist ein Feuer. Jetzt weiß ich nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das irgendjemand angezündet hat oder ob das durch die Hitze gekommen ist. Ich muss mal ganz schnell hier in Schatten. Da ist dieser blöde Frosch schon wieder. Wieso greift mich denn dieser Frosch jetzt ständig an hier? Mann! Hör mal. Ich war immer ein großer Fan von Kermit, also lass mich in Ruhe. So. Genau. Shade. Shades, ne? Kleiner Insider für alle, die ihn verstehen. So, was wollte ich denn? Ich wollte irgendwas bauen. Was wollte ich denn bauen? Vor allem wollte ich mir Werkzeug bauen. Ich glaube, Gras brauchte ich, ne? Eigentlich war ich auf der Suche nach Gras, weil ich irgendwas bauen wollte, wo ich Gras für brauchte. Ah, guck mal hier, Structures. Hier kann man dann zum Beispiel... Ja, genau hier, Kiste. Da brauchst du Boards für... Ah ja, genau, man kann dann... Jetzt stehe ich schon wieder hier mitten in der Sonne. Es gibt dann auch... oh Mann, guck mal her. So, irgendwo... Oh, jetzt bin ich schon wieder zu weit von der Science Machine weg. Weil es gibt dann auch irgendwo... Wo waren das? Hier, Refine. Hier gibt es dann Rezepte, wo man so grundlegende Materialien, zum Beispiel gefällte Holzstücke, in Holzbretter machen kann. Das ist zum Beispiel das hier. Oder dann kann man aus dem Gras kann man sich Seile machen, weil die Sachen... Diese verbessert, also die Holzbretter brauchst du dann zum Beispiel, um dir eine Kiste zu bauen.
Ne, weil du kannst ja nicht einfach irgendwie hier so eine Kiste aus irgendwie losen Holzstücken, musst du erst Bretter draus machen, aus den Brettern kannst du eine Kiste bauen. Jetzt haben wir das Problem, ich brauche aus irgendeinem Grund Gras. Und vor allem, das mit dem Sommer ist ein bisschen blöd, weil ich kann jetzt gar nicht so schön rumlaufen und mir all die Sachen einsammeln, die ich brauche, weil ich will mir erstmal eine Kiste bauen.